11. März 2019 13.38 Uhr mhot-online.de Schlagerstar Costa Cordalis, Sohn Lukas sorgt sich um seinen Vater. In letzter Zeit gab es immer wieder Grund zur Sorge um Schlagerstar Costa Cordalis. In einem Interview zeigt sich nun auch sein Sohn Lukas in Sorge. Quelle: RTL, Schlagerstar Costa Cordalis, sein Sohn Lukas zeigt sich besorgt um seinen Vater. Quelle: RTL. Seit mehreren Tagen liegt Costa Cordalis bereits im Krankenhaus. Immer an der Seite des Schlagersängers ist dabei seine Familie, wie Daniela Katzenberger jetzt mit einem Bildpost zeigt. Daniela Katzenberger: im Wandel der Zeit, Costa Cordalis hatte einen Schwächeanfall, wird seit einiger Zeit in einer Privatklinik auf Mallorca behandelt. Sein Sohn Lukas Cordalis, der mit Daniela Katzenberger verheiratet ist, sagte kürzlich über den Gesundheitszustand seines Vaters zu RTL: er ist insgesamt sehr schwach und hat viel Wasser im Körper. Vor allen Dingen in den Armen und Beinen. Anzeichen dafür habe es bereits am 23. Februar bei einem Benefizkonzert für die Familie des verstorbenen Ballermann-Stars Jens Büchner gegeben. Familie steht an erster Stelle, auch die Katze betonte, dass es ihrem Schwiegervater nicht gut gehe. Nun teilt die 32-Jährige auf Instagram ein Foto aus dem Krankenhaus. Darauf zu sehen ist die Hand von Töchterchen Sophia Cordalis, die liebevoll auf der ihres Opas Costa liegt. Dazu schreibt Daniela Katzenberger schlicht Family First, versehen mit einem Herzchen. Ein weiteres Update zu Costas aktuellem Gesundheitszustand gibt es allerdings nicht. Unter dem Bild häufen sich die Genesungswünsche von Fans. Auch prominente Gesichter finden liebe Worte. Alles erdenklich Gute, schreibt RTL-Moderatorin Frauke Ludowig. Dschungelcamperin Doreen Dietel hofft, dass Sophia heilende Händlein hat. Gina Lisa Lofink wünscht gute Besserung und endlich Feierabend. Gastgeberin Annette Möller schreibt, von Herzen alles Gute für Opa. Hoffentlich kommt er schnell wieder auf die Beine und hat noch viel Zeit mit seiner süßen Enkelin. Ich drücke euch fest die Daumen, verwendete Quellen. Instagram-Profil von Daniela Katzenberger.